Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niki fragt nach, unserem Vier-Pfoten-Heimtier-Ratgeber. Und dieses Mal geht es darum, mit dem Hund unterwegs zu sein. Also das sind ja oft Probleme, die da mit Hundebegegnungen sind oder in der Hundezone. Und ich möchte selber die Antworten auf viele Fragen wissen. Und deshalb habe ich wieder die liebe Ursi Aigner eingeladen, zertifizierte Hundetrainerin. Hallo liebe Ursi. Hallo liebe Niki. Danke, dass du da bist. Ich freue mich. Und nicht nur meine persönlichen Fragen beantwortest, sondern das, was uns alle brennend interessiert zu diesem Thema, unterwegs mit dem Hund. Du weißt ja, die Emma ist ja wahnsinnig oft mit mir unterwegs und ich versuche so wenig wie möglich sie auch alleine zu lassen. Aber es gibt halt so Themen, wenn ich jetzt zum Beispiel spazieren gehe und woran muss ich da vorher denken und wie ist das auch, wenn ich dann einen anderen Hund begegne? Weil du weißt ja, die Emma ist unsicher. Ist ein bisschen unsicher. Genau. Ja, also ganz grundsätzlich einmal die Grundausstattung braucht man auf jeden Fall einmal Brustgeschirr, Leine. Idealerweise habe ich natürlich noch gern Leckerlibeutel, also einfach, dass man seinen Hund belohnen kann, wenn er was gut gemacht hat. Eventuell Beißkorb, Maulkorb, wenn man öffentlich fährt oder je nach Situation, manchmal ist es erforderlich. Okay. Und dann muss man sich halt vorher überlegen, wohin gehe ich mit dem Hund und was brauche ich eventuell noch. Also vielleicht, wenn ich einen sehr Hund habe, der sehr kurzes Fell hat und es ist gerade minus 10 Grad Winter, okay, könnte ich vielleicht auch einen Mantel brauchen. Ist das okay? Also, genau. Weil ich denke, man schaut manchmal komisch aus, das Gewand, was die Hunde anhaben. Ja. Also die Emma tragt jetzt nichts, aber ist das oft auch so, dass man wirklich sagt, der Hund braucht das für einen Schutz? Ja, also vor allem, wenn es dann vielleicht noch ein älteres Tier ist, der wirklich sehr dünnes Fell hat, wie zum Beispiel Windhunde oder so, okay, ja, da schadet es einmal auf keinen Fall. Gut zu wissen. Zum Beispiel. Ja. Du, und wie soll ich reagieren, wenn ich jetzt mit meinem Hund auf die Straße gehe? Das sind andere Hunde. Man weiß ja auch nie, wie die anderen Hundebesitzer jetzt reagieren. Es ist oft so, wenn ich jetzt ausweiche, dass dann die Leute trotzdem mir die Hunde hinlassen. Ja. Also wie soll ich da reagieren oder was ist richtig? Ja, also es hängt einmal von der Situation ab. Also überall dort, wo ich wo jetzt die Hunde miteinander nicht so kommunizieren könnten, wie sie möchten. Und Hunde wollen immer sich gegenseitig beschnüffeln, so im Kreis gehen. Mhm. Das heißt, das braucht Platz. Das hat auf einem engen Gehsteig ist das nicht möglich. Also das heißt, ich verhindere mal auf jeden Fall, dass mein Hund gar vollkommen fremde Hunde am Gehsteig trifft. Okay. Vielleicht noch dazu, wo sie so frontal aufeinander zugehen, weil das für den Hund einfach sehr bedrohlich wirkt, gerade wenn er nicht ausweichen kann. Ja? Mhm. Also da ist es, empfiehlt es sich, dass man zum Beispiel einfach rechtzeitig vorher schon die Straßenseite wechselt. Okay. Also vorausschauen, spazieren gehen, Problemen aus dem Weg gehen und sich nicht wundern, quasi wenn man auf einen anderen Hund direkt zugeht, dass die dann einen Konflikt haben. Ja? Weil das provoziert man eigentlich damit gar nicht. Aber ist es nicht so, wenn ich jetzt jedes Mal einen anderen Hund ausweiche, dass der Hund dann automatisch noch mehr Angst bekommt, wenn er dann einen anderen Hund sieht? Das kommt darauf an, mit welcher Stimmung man selber ausweicht. Wenn du selber ganz hektisch ausweichst, dann ist das natürlich etwas, was der Hund auch übernimmt. Ja? Wenn man aber ganz locker einfach sagt, na, wir wechseln jetzt die Straßenseite, vielleicht auch sowieso einmal die Straßenseite wechselt, ohne dass ein anderer Hund kommt, und vor allem dann das auch noch mit einem Leckerli, mit einer Belohnung verknüpft, dann ist da eigentlich kein Grund für einen Hund, noch mehr Angst zu kriegen. Und wie ist das mit Hundezonen? Weil ich gehe jetzt nie in Hundezonen mit der Emma. Sollte man das machen? Ist das sozial wichtig für Hunde, dass sie sich da treffen? Oder? Also Hunde brauchen schon auch Hundekontakt, also Sozialkontakt mit Artgenossen. Und wenn jetzt mein Hund wenige Hundefreunde hat oder wenn ich gerade umgezogen bin oder so, dann kann ich natürlich schon in eine Hundezone gehen. Die sollte aber ausreichend groß sein, die sollte strukturiert sein. Das heißt Bäume, also irgendwelche Dinge, wo die Hunde rundherum gehen können und sich irgendwie ein bisschen Distanz schaffen können mit so einem Sichtschutz sozusagen. Mhm. Das wäre mal gut. Und ganz wichtig ist, dass ich, bevor ich mit meinem Hund hineingehe, einmal abchecke, wie schaut da überhaupt die Situation drinnen aus. Ja, sind da lauter
riesige Hunde und ich habe eine kleine Emma, ist das keine gute Idee. Rennen alle zum Zaun und die Besitzer haben keine Chance, die Hunde abzurufen, dann dränge ich mich mit meinem Hund sicherlich auch nicht durch die Tür hinein, ja, weil das ist okay. Einfach unschön für den Hund. Ja. Mhm. Wenn da aber jetzt zwei ruhigere Hunde in ihrer Größe drinnen sind, die jetzt einen friedfertigen, positiven Eindruck machen und vor allem die Besitzer auch einen vernünftigen Eindruck machen und man kann ja auch fragen, ist das okay? Ja. Genau, dann spricht nichts dagegen, aber jetzt seinen Spaziergang unter Anführungszeichen zur Hundezone und zurückzumachen, das ist sicherlich für einen erwachsenen Hund nicht das Richtige. Okay. Und wie ist das dann, wenn ich jetzt mit Öffis fahre? Also das ist ja auch so ein weiterer Punkt. Ich habe jetzt, also die Emma und ich, wir fahren nicht so viel, aber manchmal halt schon Straßenbahn. Und da denke ich mal, ist das richtig, dass ich sie jetzt raufnehme oder wie soll man sich da verhalten? Ja, also die Emma hat ja eine sehr praktische Größe. Das heißt, sie würde ich auch tendenziell raufnehmen, einfach um sie zu schützen vor Dritten, vor davor, dass jemand draufsteckt, weil sie ist ja auch wirklich so klein, wenn da jetzt jemand einfach nur gerade ausmarschiert oder am Handy schaut und weiter marschiert, dann steigt er auf sie drauf und mit jedem Mal, wo sie so eine Erfahrung macht, wird sie noch ängstlicher. Okay. Und sie ist eh schon auch ein bisschen unsicher, genau, das wäre einfach nicht schön. Ja. Und da einfach schauen, dass man einfach darauf achtet, dass der eigene Hund sich sicher fühlen kann. Und wenn ich jetzt einen ganz großen Hund habe, ist das auch okay, dass ich da dann in der Straßenbahn oder so fahre? Also der muss wahrscheinlich einen Beißkorb haben. Ja, genau, der immer braucht auch einen Beißkorb, genau. Ja. Und ja, also ist auch okay. Da ist es natürlich dann gut, dass man einerseits einmal auch auf die anderen Fahrgäste schon auch Rücksicht nimmt. Ja, da gibt es Menschen, die haben Angst vor Hunden. Da wäre es jetzt nicht unbedingt das Geschickteste, wenn man mit dem großen Hund direkt sich neben die hinstellt, ja, wenn man merkt, dass da irgendwie Berührungsängste vorhanden sind. Und ansonsten schaue ich halt einfach, dass ich einen Winkel, eine Ecke finde, wo halt nicht ständig jemand aus- und einmarschiert und wo ich meinen Hund auch abschirmen kann. Also sprich, wo der Hund halt Richtung Wand ist und ich dann zwischen anderen Menschen, anderen Fahrgästen und dem Hund einfach bin. Aber ist es besser dann, wenn ich jetzt merke, der Hund hat Angst, dass ich das ignoriere faktisch und dem Hund das Gefühl gebe, es ist eh alles normal? Oder kann ich da schon streicheln und... Na, also streicheln, gute Stimmung machen auf jeden Fall. Wenn ich zum ersten Mal Öffi fahre und drauf komme, mein Hund hat Angst, dann wäre das eigentlich ein Grund auszusteigen, es irgendwie anders zu machen und das zu üben. Okay. Ja, also genau, oder Alternativen zu finden. Ja, genau. Und würdest du dann mit mir auch Straßenbahn fahren, mit der Emma und mir zeigen, wie das geht? Ja, durchaus. Also das mache ich durchaus, genau. Weil manche Leute können sich kein Auto leisten oder haben kein Auto, brauchen es ansonsten keins und die brauchen halt, was nicht, für gewisse Wege. Mhm. Oder damit man in ein Spaziergebiet kommt, fahrt man halt dann 3-4 Stationen Bus und das kann man durchaus üben, sodass der Hund keine Angst mehr haben muss. Ah ja, super. Ja. Du, und weißt du, ich nehme die Emma ja oft mit, aber es gibt Sachen, wo ich sie nicht hin mitnehme. Mhm. Ja? Wie ist das, wenn man jetzt so auf Events geht oder keine Ahnung, ich sehe immer wieder dann bei irgendwelchen Konzerten, Festivals, gerade alles, was so Outdoor ist, Christkindlmärkten, Leute, die Hunde mit haben. Mhm. Mhm. Natürlich verstehe ich es, weil man will halt irgendwie dem Hund ja auch Erlebnis bieten. Aber und ihn nicht alleine lassen. Ja, aber ist das gut oder? Nein, also das sollte man sollte mal generell abschätzen, was hat der Hund von so einem Ausflug oder von so einem Event. Ja? Und dann eben auf der anderen Seite sich überlegen, hat mein Hund nicht eine schönere Zeit, wenn er zu Hause schläft, unter der Voraussetzung, dass er gelernt hat, gut alleine zu bleiben. Mhm. Ja. Und ansonsten hat auf einem Festival, wo laute Musik ist, auf einem Weihnachtsmarkt, wo man eigentlich nur herumsteht und der Hund sich die Pfoten einfriert, da hat der Hund nichts verloren. Ja. Was aber jetzt nicht heißt, dass man nicht an einem Weihnachtsmarkt kurz einmal stehen bleiben kann, im Rahmen eines Spaziergangs und dann wieder weitergeht. Aber nur da ist dann mein Fokus, auch nicht am Weihnachtsmarkt gehen und dort 3 Stunden zu verbringen, sondern da ist der Weihnachtsmarkt nebenbei, wenn überhaupt. Ja. Aber ich glaube, das ist gut zu wissen, weil viele Leute machen das vielleicht und glauben, sie tun dem Hund dann was Gutes. Ja. Und in Wahrheit wäre es besser, wenn er zu Hause bleiben würde. Genau. Aber ja, jetzt habe ich
wieder einiges, was ich wissen wollte, damit erledigt. Und ich glaube, wir zwei werden jetzt mal Straßenbahn fahren gehen. Freut mich. Und vielen Dank, dass du mir das wieder alles beantwortet hast. Und zu euch sage ich, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr andere Fragen habt, die ich der Ursi stellen kann, dann bitte schickt mir doch ein E-Mail an nikifragtnach@4-pfoten.org oder kommt auf unsere Website, das ist www.4-pfoten.at/nikifragtnach. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch so viel daraus gelernt, wie ich das habe. Und ich werde jetzt sicher doppelt drüber nachdenken, wenn ich die Emma nächstes Mal mitnehme, ob es ihr nicht vielleicht besser geht, wenn sie sich ausruhen kann und zu Hause ist. Und ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Baba!